Hallo, ich habe gestern daheim unterwegs von Ika Hüge-Marshall zu Ende gelesen und das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich will es euch einmal kurz inhaltlich vorstellen und so ein paar Gedanken noch dazu sagen. Wie das Buch geschrieben ist, gefällt mir sehr gut. Die Autorin hat sehr kurze, knappe Sätze, kommt schnell auf den Punkt, was sich auch an der Länge des Buches zeigt. Die Autorin hatte definitiv ein bewegtes Leben und trotzdem schafft sie es, auf 130 Seiten mir darin einen Einblick zu geben. Diese Art, wie sie das geschrieben hat, ist noch ein bisschen aufgelockert, stilmäßig, dadurch, dass noch Briefe drin sind, einzelne Zeitungsausschnitte, Aufzählungen sind auch dabei und einzelne Gedichte oder gedichtsähnliche Texte sind auch in diesem Buch, was das Ganze stilmäßig auflockert, nicht unbedingt inhaltlich. Inhaltlich ist auch sehr viel in diesem Buch drin. Die Autorin ist das Kind einer weißen deutschen Frau und eines schwarzen amerikanischen Soldaten. Der Vater von der Autorin ist schon vor der Geburt wieder in die USA versetzt worden und sie wächst mit ihrer Mutter und später mit ihrer Schwester und ihrem Stiefvater in einer kleinen bayerischen Stadt auf. Sie geht in diesem Buch auf ihre frühen Kindheitserfahrungen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester ein. Sie geht dann darauf ein, wie sie mit, ich glaube, 5, vielleicht auch 6 Jahren ins Heim gebracht wurde, wie dort ihre Erfahrungen waren. Sie geht dann darauf ein, wie ihre schulischen Erfahrungen waren, wie sie sich dann beruflich weiterentwickelt hat. Sie ist zum Beispiel dann in ein Heim gegangen und hat dort gearbeitet. Und dann aufgrund ihrer eigenen Heimerfahrung diese reinen Verwahrungsanstalten in einen Ort verwandelt, also zumindest dieses eine Heim, wo dann tatsächlich Kinder auch gerne gelebt haben. Sie geht auch darauf ein, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, der ein weißer Mann war, und wie dann letztendlich die Ehe auch gescheitert ist. Sie erzählt von ihren Freundschaften mit anderen Frauen und wie sie zum Feminismus gekommen ist und auch ihre Erfahrung mit weißen Feministinnen. Nachdem sie also schlechte Erfahrungen mit weißen Feministinnen gemacht hat, hat sie erst Ende ihrer 30er angefangen, sich dann mit schwarzen Menschen zu treffen und sich mit ihnen politisch zu organisieren. In diesem Buch geht die Autorin auch auf ihre Beziehung zu Audre Lorde ein und nicht zuletzt geht es um ihre Gefühle und ihre Beziehung und die Suche nach ihrem Vater. In Bezug auf Normen, die thematisiert werden, geht die Autorin klar darauf ein, was rassistische gesellschaftliche Normen sind und wo sie denen entsprochen hat und wo auch nicht und auch wo ihr Handeln von Rassismus geprägt war und wo sie dagegen anarbeiten musste. Und sie geht auch durch ihren feministischen Background viel auf so sexistische Dinge ein. Was gar kein Thema ist, ist Trans. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das schlecht ist. Also, sie kommt ja aus schon einer etwas anderen Zeit von Feminismus, in der ich auch viel von so einer Natürlichkeit und so Mond und die Göttin oder im politischen Lesbischsein oder sowas gehört habe. Und sowas ist hier gar nicht Thema. Also es findet hier kein krasser Bezug auf den eigenen Körper, bla bla bla, der ja immer so recht törfig wird, statt. Also ich habe das jetzt alles recht knapp zusammengefasst und ja auch gesagt, dass die Autorin einen recht nüchternen Stil hat, aber nicht so, dass es emotionslos wird. Also ich habe das auf 2 Bahnfahrten gelesen und ich war sehr zu Tränen gerührt, während ich das gelesen habe, weil es einfach krass emotional war für mich, diese Geschichten zu lesen, was sie alles erlebt hat, was für positive, coole Menschen sie getroffen hat, aber auch einfach, wie viel krass rassistische Gewalt sie erleben musste. Es hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich es mir kaufen möchte, um es später mit Abstand vielleicht nochmal zu lesen und auf jeden Fall, dass ich es auch weiter verleihen kann. Das war's. Bis bald.